Hallo und willkommen zu Islam Info. In der Einleitung habe ich ja bereits dargelegt, was und warum ich machen möchte. Und hier möchte ich jetzt mal darstellen, wie ich das mache. Das heißt also, eine Übersicht der Themen liefern. Weil es ist ja so, dass der Islam nicht so einfach verständlich ist. Und deswegen möchte ich eben das Was, das Wie, wodurch, wann, wo, von wem und so weiter einfach mal darstellen. Und da geht es jetzt darum, was ich meinen 3-Punkte-Plan nenne. Erstens lernen, was Islam ist. Zweitens differenzieren zwischen Menschen, also den Muslimen, und den Ideen oder der Ideologie, dem Islam. Und dann drittens erfassen, was der Islam heute im 21. Jahrhundert bedeutet. Nun, wie setze ich das um? Welche Prozesse und welche Vorgehensweise habe ich da eigentlich vorgesehen? Und das will ich jetzt mal darstellen, weil mir daran liegt, dass ich das ganz transparent mache. Weil Islam ist anscheinend ursprünglich mal als ziemlich einfache Idee entstanden, dieser Monotheismus, was dann aber über Jahrzehnte und Jahrhunderte durch evolutionäre Prozesse zu einer komplexen Ideologie wurde. Durch eben diese Prozesse ist der Islam nicht mehr homogen und eindeutig, sondern stark zersplittert, mit nur wenigen gemeinsamen fundamentalen Grundsätzen. Und das macht es kompliziert, eindeutige Aussagen über den Islam selber zu tätigen, da es immer mehr Splittergruppen gibt, die den Islam als etwas völlig anderes sehen und empfinden. Leider sind die Texte, auf denen der Islam basiert, sehr vage und mehrdeutig und bedürfen immer einer individuellen Interpretation. Und deshalb sind diese sehr verschiedenen Gruppen überhaupt erst möglich. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich in einem eigenen Video darstellen werde. Und wie mache ich das? Indem ich, um hier etwas Klarheit zu schaffen, einzelne Themen in jeweils einem eigenen Video darstellen werde, indem ich jeweils 5 Punkte abarbeiten werde, die ich identifiziert habe. Das heißt, erstens muss ich versuchen zu analysieren, was da wirklich steht. Dann muss ich verstehen, wo diese Idee herkommen könnte. Und dann drittens werde ich das vergleichen mit der Realität und viertens, wie Islam-Apologeten das heute verstehen und beschreiben, im Gegensatz zu dem, wie das früher von den ganzen Gelehrten verstanden wurde. Und dann fünftens halt ein Ergebnis liefern. Und diese Punkte, die ich ja in diesem Projekt darstellen will, habe ich dann in Themen, Gruppen und Bereiche aufgeteilt, damit immer nur einzelne Themen möglichst komprimiert präsentiert werden. Und mein Ziel ist nicht eine akademische Darstellung, in der alle Perspektiven gleichermaßen beleuchtet und durchdiskutiert werden, sondern eine Übersicht, kurz und knapp, aber mit ausreichend Informationen zu liefern, sodass jede Person selbst entscheiden kann, ob tiefergehende Recherche für jeden Einzelnen interessant ist oder nicht. Zum Beispiel werde ich auch nur die verschiedenen Ereignisse der Eroberung durch den Islam in Spanien grob ansprechen. Aber nicht alle Nuancen dieser ca. 8 Jahrhunderte dauernden Kolonialisierung erwähnen, die in sich ein dickes Buch füllen würden. Und so hat dann jeder zumindest eine Basis, auf der dann ein Verständnis entwickelt oder eine informierte Entscheidung getroffen werden kann. Die Themenbereiche, die ich so jetzt bisher geplant habe, also zunächst einmal der Islam selber, das heißt, was ist es, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, was sind eigentlich die ganzen Komponenten. Und dann die Geschichte, das heißt, wann, was, wo, wie, von wem gesagt, getan, verursacht wurde, dass man da mal versteht, wo das Ganze herkommt. Und dann möchte ich die einzelnen Komponenten mal vorstellen. Das heißt also, der Gott selber, wer oder was, wie, wodurch, warum, mit welchen Ansprüchen und so weiter. Und dann die eigentliche Hauptperson in dem ganzen Islam, nämlich der Mohammed, der Bote dieses Gottes, der den Muslimen vermitteln soll, worüber es eigentlich im Islam geht. So, dann kommen wir zu der Stadt Mekka. Was ist das? Wie ist das? Warum ist das? Was für eine Rolle spielt das heute? Und dann die Texte selber, auf denen das Ganze basiert. Nämlich Koran, Hadith, Sira, also die Koran und Sunna. Und das führt dann zu Fiqh, zu der Jurisprudenz, zum Rechtsverständnis
Und das wiederum ist dann ausgeprägt in der Scharia, der islamischen Rechtsprechung. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf Menschenrechte. Wie ist das eigentlich mit Sklaven, mit Frauenfeindlichkeit und diesen ganzen Themen? Und das geht dann auch über in die sozialen Aspekte. Und dann schließlich dann nochmal ein kurzer Überblick, wie ist das eigentlich mit diesen ganzen Themen, wo ja so oft gesagt wird, dass der Islam entweder wissenschaftsfeindlich ist oder ganz im Gegenteil die Basis für die Wissenschaft ist. So, das sollte jetzt einen Überblick liefern und den Bereich Islam abdecken. Und wenn jemand, ich meine, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn jemand ein weiteres oder ein bestimmtes Thema im Islam beleuchtet haben möchte, bin ich für Vorschläge immer dankbar und werde das berücksichtigen. Natürlich nur, sofern ich tatsächlich etwas Nützliches beitragen kann. Und was ich jedes Mal wiederholen muss, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich auch nur ein Mensch bin und nicht alles wissen kann. Und wenn ich einen Fehler mache, dann freue ich mich, wenn ich korrigiert werde, da ich ja dann etwas gelernt habe. Aber bitte nicht mit einfachen Behauptungen und du bist doof oder solche Sachen, sondern schon mit Begründung, also konstruktiver, sachlicher Kritik. So, ich hoffe, ich mache hier etwas Hilfreiches und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, gehe ich davon aus, dass wir das im Dialog klären können. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos.